Seid gegrüßt, liebe Freunde. Ich hoffe, euch geht es soweit gut. Mir geht das sehr gut. Wir haben richtig gutes Wetter hier. Ich weiß nicht, ob die Kamera das hier genauso einfängt, wie mein menschliches Auge es wahrnimmt. Wahrscheinlich nicht. Aber heute nehme ich euch auch wieder mit. Wir wollen uns heute wieder ein Stück weit mit den Kaninchen beschäftigen. Es ist sogar so warm, dass ich hier mich auch traue, eine Shorts zu tragen. Shorts ist ja eigentlich immer so das Jahr über das Kleidungsstück meiner Wahl. Im Winter natürlich nicht, logischerweise. Was wollen wir heute machen? Wir werden hier gleich einmal den Stall sauber machen. Die haben den hier auch wieder ordentlich eingesaut. Dann gibt es hier auch gleich noch ein bisschen was zu futtern. Und dann wollen wir mal loslegen. So, es ist neu eingestreut, alles soweit optimal wieder. Jetzt werden wir den das Trockenfutter verabreichen und dann wollen wir mal loslegen, ne? Ich werde heute wieder fünfmal reinpacken. Das ist das, was ich letztens mal meinte, wenn ich hier Essen reingeben möchte, dann wollen die alle schon essen und belagern den Topf. Kommst du gar nicht mehr da rein. Aber ich mache das mal, um euch das mal zu zeigen. Wahrscheinlich kennt ihr das alle selber auch ganz gut. So, lass mich mal hier rein. Zack. Ja, die sind nicht so begeistert, obwohl ich ja eigentlich denen was Gutes tun möchte. So. Geht mal hier zur Seite. Und die kämpfen da drum um den besten Platz, den ersten Platz. Jetzt habe ich gar nicht mitgezählt. Waren das jetzt schon drei? So. Ich muss hier schubsen. So, wir wollen dich ja nicht schmutzig machen hier. Nächstes Mal werde ich den Topf wieder rauspacken. So, das soll der letzte hier sein. So. Mal platt drücken alles hier. Das nicht mal sauber machen hier. Ja, was gibt es heute noch? Wir werden heute ein bisschen Brokkoli, Apfel und ähnliches reinpacken in den hinteren Dings. So, geh mal weg hier. So. So, es ist zurückgepackt. Jetzt werde ich hier noch mal das alte Heu nehme ich raus. Man sagt ja, man soll es nicht immer lassen, bis sie es komplett aufgefressen haben, weil die nehmen sich das raus, was sie möchten. Und das, was übrig geblieben ist, soll man dann auch regelmäßig einmal entleeren und Neues reinmachen. Und das wollen wir dann mal machen, ne? So, zack. Sehr schön. Gleich werde ich noch die anderen mitmachen hier. Aber nochmal alles schön reinigen hier, schön Essen geben. Ist das auch alles optimal ist? Was hat sie denn da auf der Nase? Seht ihr das? Ist das nass oder was ist das? Ah. Ja, das ist nass. Dann war die wahrscheinlich hier gerade dran. Ich dachte schon, was ist das denn? Ja, da hat sie sich wohl das Näschen ein bisschen nass gemacht. Die gute Dame. Sie hat hier ein richtiges Chaos hinterlassen. Ja. Gestern kam auch noch mal ein Kommentar von Gabriele. Schönen Gruß geht da raus. Und da wurde der Hinweis gegeben, dass es ja mal interessant wäre, wenn ich mich auch zeigen würde. Ich muss dem leider ein Nein sagen. Weil ich wollte mich bei YouTube eigentlich zumindest aktuell jetzt, ne, Stand jetzt, nicht so zeigen. Warum nicht? Ja, da gibt es viele verschiedene Gründe. Aber letztendlich habe ich nach langer Überlegung mich doch dazu entschieden, es nicht zu machen. Ganz am Anfang, als ich
mit den Kaninchen angefangen habe, habe ich mir ja ein Thema ausgesucht. Ich dachte zumindest, dass es ein Thema, was relativ friedlich ist, ne? Weil wer hätte gedacht, dass Kaninchen Unmut in Menschen erzeugen, ne? Dann musste ich mich einer Welle von Hater gegenüber sehen, sozusagen. Und das ist auch mit einer der Gründe, warum ich nicht über YouTube meine Kaninchen verkaufe. Denn irgendwie kam in mir der Gedanke hoch, wenn jetzt Menschen, die vielleicht irgendwie nicht so angetan sind mit dem, was sie hier auf diesem Kanal sehen, wenn sie dann noch wissen, wo ich dann wohne und sowas, ne? Weil die Kaninchen stehen ja auch da, wo meine Family wohnt. Ein bisschen mal sauber machen hier. Und das muss jetzt nicht so sein. Ich meine, das ist jetzt so das schlimmste Szenario, ne? Das muss ja nicht so gehen. Aber ich gehe halt immer gerne vom Schlimmsten aus, um nicht enttäuscht zu werden. Und wenn ich mir dann überlege, dass hier stressige Personen plötzlich hier auf dem Grundstück auftauchen, ich denke, das muss jetzt so nicht sein, ne? Von daher jetzt noch so am Anfang bin ich da eher so ein bisschen vorsichtig, sage ich mal. Und mache jetzt meine Videos, wo ihr zwar meine interessant klingende Stimme, kann man das so sagen? Man weiß es nicht, das müsst ihr selbst beurteilen. Aber wenn ich hier meine Stimme so ein bisschen zum Besten gebe und hin und wieder seht ihr auch mein Bein, diesmal ein halb nacktes Bein, sage ich mal. Ich denke, das ist es, ne? Mehr muss jetzt auch erstmal nicht sein. Und letztendlich ist das Thema ja auch nicht ich selbst, sondern die Kaninchen. Da will ich euch mal so ein bisschen immer wieder mal mitnehmen und euch mal so aufzeigen, was ich dann hier dann auch mache oder halt nicht mache, ne? Letztendlich alle, die das doof finden hier, überhaupt grundsätzlich etwas doof finden, da stellt sich mir immer so die Frage, warum man sich etwas anguckt, was man grundsätzlich negativ findet. Ne? Also wenn ich da so ein bisschen in YouTube hineingucke und mir da so verschiedene Sachen ansehe und da auch mal was dazwischen ist, wo ich dann sage, nee, das trifft nicht unbedingt jetzt so meinen Rahmen und das muss ich jetzt nicht haben, dann vielleicht bin ich ja auch wirklich ein sehr seltsamer Mensch, aber dann klicke ich da in Zukunft nicht mehr drauf. Das hört sich jetzt ein bisschen schräg an, aber ich sehe mich dazu jetzt nicht veranlasst, irgendwelche Negativkommentare bis hin sogar zu Hate-Kommentaren dann zu verfassen und dann so rumzuschicken. Offensichtlich, ganz offensichtlich gibt es auch andere Menschen, die ganz anders darüber nachdenken. Von daher ist es ja mit diesem Thema auch nicht nur bei mir, sondern eigentlich überall, wo man so rumguckt, haben die Menschen, die jetzt hier auf dieser Plattform Videos präsentieren, immer mit dieser Thematik zu kämpfen. Nun kann man sagen, ja gut, wo fängt es an, wo hört es auf, ne? Was muss man akzeptieren, wo kann man einfach wegschauen? Ich denke, da gibt es bestimmt so Themen, wo man weggucken kann. Ob das jetzt ein Thema ist, wo man dann sagt, nee, da kann ich nicht weggucken, da muss ich jetzt proaktiv tätig werden in Form von Hate-Kommentaren. Ja, mag ich mal so bezweifeln, so an der Stelle, ne? Und um diese ganze Thematik dreht es sich darum. Und ja, das ist das halt warum, ne? Eine lange Rede, kurzer Sinn. Warum zeige ich mich nicht? Weil ich nicht bereit bin, sozusagen der Welt mein Gesicht zu präsentieren. Und von daher denke ich mal, wird das so in dieser Art und Weise auch weitergehen. Vielleicht ändert sich das mit der Zeit, ne? Denn Mensch entwickelt sich ja und da kommen immer neue Sachen dazu, andere legt man ab, ne? So ist es halt, wenn man das Leben lebt, sage ich mal, was heute gut war, kann morgen wieder Raum zur Verbesserung haben, ne? Und somit ist diese Entscheidung aktuell für mich jetzt. Vielleicht ist das übermorgen oder in einem Jahr oder in einem Monat doch wieder anders. Aber so handhabe ich das jetzt zurzeit. Ja, nun habe ich euch gar nicht so viel gezeigt vom Saubermachen. Ihr habt jetzt so ein bisschen die kleinen Kaninchenbabys hier auch zu sehen bekommen. Wobei sie auch keine Babys im eigentlichen Sinne sind. Das sind ja jetzt eigentlich schon mehr Jungtiere.
eine Antwort auf die Frage, warum ich mich nicht sehe, habt ihr jetzt sehr aufschweifend und lang bekommen. Und so, ja, bleibt mir jetzt eigentlich nichts anderes übrig, als euch nochmal einen wunderschönen Tag zu wünschen. Einen sehr schönen warmen Tag. Schaltet gerne auch das nächste Mal wieder ein. Schenkt mir ein Abo, wenn ihr es mögt. Auch einen Daumen nach oben. Schreibt was in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.